Ja, hi Leute, wieder zurück. Montagabend, JVK Liga steht auf dem Programm. Und zwar unsere eigene. Und willkommen erstmal hier im Stream. Heute gehen wir mit 18 Fahrern hinterher hier an den Start. Also jetzt sind es noch 17. Papadanne schafft es nicht zur Qualifikation, wird aber zum Rennen hin nachjoinen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht zum Problem wird, sonst müssen wir da vielleicht auch die Sache nochmal überdenken. Aber bei uns gab es diesbezüglich noch nie ein Problem. Deswegen, wie gesagt, heute steht China an mit 28 Runden und natürlich kurzes Qualifying. Mal schauen, es ist viel drin in der Teamwertung. Da gehe ich mal zuerst drauf ein. Unser Red Bull ist vorneweg mit 241 Punkten. Aber nicht aussichtslos auf der 2 Williams 166 Punkte. Da hat Bastl auch zu seiner alten Form wiedergefunden. Kann regelmäßig punkten und ist vorne mit dabei. Dann auf der 3 ist Alpine mit 101 Punkt. Also die 3 haben über 100 Punkte. Und heute ist Alpine super stark besetzt mit der Macht und mit dem Kanischer, der letztens mal in der ASL gestern gewinnen konnte. Mal schauen, ob es heute hier ähnlich laufen kann. Dann wird es aber spannend in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ferrari hat 51 Punkte, Haas 46. Dann Aston Martin 35. Oh. Ich glaube, ich habe meinen Zuschauermodus nicht genommen, gewählt. Hoppla. Da muss ich jetzt gucken. Also ich hoffe nicht, dass ich... Scheiße! Oh, Leute, bin ich so dermaßen verpeilt gerade. Ich beende die Session. Und ja, wie ist denn das? Scheiße. Oh, so, Leute, seid mir nicht böse, aber wir müssen noch mal raus. Ich komme da nämlich sonst nicht. Also, nee, geht nicht. Scheiße! Oh, der erste Fehler. Scheiße, ich habe gedacht, es läuft so gut. Okay. Oh, Mann. Ja, und das halt, also da steht man schon unter Druck, wenn man halt alle einlädt, weißt? Und dann passiert so ein Scheiß. Mann. Oh. Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. So, hier ist klar alle. Nein. Och, los, lad schneller.
So. Okay. Oh, Leute. Tut mir so leid, ich war nicht im Zuschauermenü. Oh, verdammte Scheiße. Ach so, eben alles überprüfen. Weil er stellt sich nämlich immer schön um. Oh, jetzt hat er sich gespeichert. Hat er das auch? Ne, hier noch nicht. Das ist dumm. So. Oh Mann. Och, Leute, tut mir leid. Aber sobald wir drin sind, geht's los. Oh, Leute, Mann, 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 ey. Jetzt geht das auch nochmal schief. Aber okay, war mein erster Fehler, der überhaupt passiert ist jetzt. Soweit. Und wie gesagt, dummer Zuschauermodus. Nächstes Mal gehe ich natürlich sofort rein. Aber er hatte mir nämlich einen Fehler angezeigt, weil ich jemanden nicht einladen konnte. Nämlich unseren guten DJack TV. Da hat er mir eine NP-Fehler irgendwie angezeigt. Deswegen war ich schon ein bisschen unter Zeitdruck und habe ich das vergessen, jetzt einzustellen da unten drunter. Ach, nächstes Mal egal, auch wenn es nur 2 Minuten später losgeht, dann check ich das nochmal ab. Okay, auf jeden Fall, hier könnt ihr schon mal direkt die Fahrer sehen, die mit dabei sind. Olli, Flo, Giammaro, Joachim, Lubica, Sir Benny, Beeremann, die Macht, Chakusa, Kanisha, Shikuro. So. Joa. Danke, dass ihr dafür Verständnis habt. Sieht auf jeden Fall besser aus, Olli, mit deiner Verbindung. Ist natürlich auch, also es ist nicht gut für die Liga und es ist auch besser für dich, wenn die Verbindung halt passt, ne? Deswegen, da macht's für alle mehr Fun. Naja, also das Wetter ist natürlich revidiert. Es wird jetzt natürlich neues dynamisches Wetter geben. Weil das einfach nur ein Fehlstart war. Ihr seid ja im Grunde 0,00 Rundenkilometer gefahren. So, 15 haben wir noch, 2 müssen noch. Zwei müssen noch rein und dann haben wir alle completely. So, Flo heute auch neu dabei aus der ISL im McLaren, hilft da aus, fährt neben Olli, Sammy und ersetzt Inge an der Seite. Lubica im Ferrari hinterher neben Black Fate eingesetzt. Die Macht hat einen super starken Fahrer Nummer 2 mit dem Kanischer bekommen. So, also Leute, 2 fehlen noch. Wo sind sie? Wo sind sie hinne? Wer ist denn das? Also Alpha ist komplett. Check ich's noch mal kurz unter Freunde. Der Kojo ist noch nicht drin. Und, wer noch? Sie mich gerade nicht auf dem Schirm, ich weiß genau. Er ist auch noch nicht drinne. Die 2 fehlen noch. Und dann geht's endlich los.
Also bei mir müssen übrigens die Anwendungen nicht gänzlich geschlossen werden, ne? Es reicht wirklich, wenn ihr dann mit der Einladung da rein, also hier so, also im Game seid oder so. Also bei uns sind diese Bugs noch nicht so aufgetreten. Wir hatten einmal den Vorfall, aber das ist jetzt schon, ja, 15 Rennen her. Das war das fünfte Saisonrennen, glaube ich, in der zweiten Saison von uns. Da gab es die Probleme. Einmal in Brasilia, wo wir haben fünfmal Neustart versucht und dann funktioniert immer noch nichts. So, jetzt würde ich sagen, warten wir noch mal kleine Moment, so ein Minütchen oder so. Dann sollte auch der letzte reinkommen. Also wie gesagt, die Wettervorhersage zählt jetzt nicht. Es wird wahrscheinlich, also jetzt eine komplett andere Wettervorhersage sein, aber ich denke trotzdem mal, China wird sonnig bleiben. So, nur noch, ich reite, dein Ohr fehlt. Wo ist er denn? Na, ich sehe ihn nicht. Also wie gesagt, ja okay, wir waren vorhin 17, also ich reite, dein Ohr fehlt. Ich habe da das eingegeben, aber dann müssen wir loslegen. Okay. Ich kann es vielleicht noch einmal machen. Na, geht nicht mehr. Okay, dann, ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Also, dann legen wir los mit 16 Fahrern. So, also der Grund ist, warum, also das Wetter wird halt, wie gesagt, also das war ein kompletter Fehlstart von mir, aber eigentlich kenne ich China nur Sonne. Also wahrscheinlich wird es eh so sein. Ja, aber wie gesagt, das darf man wirklich nicht zählen. Ne? Na, ich glaube, du wirst nicht vom Stuhl fallen. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, macht euch da keinen Druck. Wie gesagt, also wenn jetzt jemand da hätte fahren müssen, dann hätte ich gesagt, ja, okay, oder die Hälfte der Qualifikation und man nimmt irgendwie so das Ergebnis bis dato. Aber jetzt ist ja keiner gefahren, ne? Oder halt nach Ende der Quali, dann nimmt man halt das fürs Rennen halt wieder, ne? Aber jetzt ist das Rennen noch gar nicht gestartet, deswegen.
Außerdem hier in der Vorschau schon strahlend blauer Himmel. Sieht doch gut aus. So, und was sagt uns das Wetter? Okay, story again. Also ich glaube, es bleibt trocken. Was habe ich jetzt für Informationen von euch? Bleibt's trocken? Bleibt's bewölkt? Für was Regen? Oh, Schnee rum. Ja, ich weiß, ihr wollt alle über Dingens, über Softreifen, hier, Trockenreifen oder sonst Trockenrennen haben. Aber wie gesagt, von mir war es ein Fehlstart und es tut mir leid. So, gehen wir mal rein. Und zwar mit Alfa Romeo auf der Piste. So, also legen wir los. Qualifikation mit Sir Benny über die Piste. Also wie gesagt, ich kann mich noch tausendmal dafür entschuldigen für den Fehlstart und natürlich super Sonne. Ich weiß, da bin ich auch lieber gefahren. Aber wie gesagt, das darf man echt nicht als Rennstart sehen. So, Sir Benny und dann hat er dahinter Mercedes und dann Alpine. Er rast vorbei. Jo. Damit haben wir einen Alpine, das kann ich ja. Der möchte gleich direkt freie Fahrt haben. So, natürlich hier eine saulange Gerade, die China zu bieten hat. So, und jetzt geht's auf die erste fliegende Runde und der Kanischer wird hier die erste Zeit vorlegen. Siehst du, nicht mal mein Logo habe ich heute geschafft einzustellen. Wow, also heute bin ich echt ein bisschen. Hui. So, also Kanischer durch die Schneckenkurve und die erste lange Gerade hin zum ersten Messpunkt auf 24,413. Zweiter Messpunkt sagt eine 52,127. Also ich bin mal gespannt, ob er jetzt seinen Erfolgsweg weiter schafft. Gestern ein Sieg beim 100% Rennen vor dem Mr. Myers. Und jetzt werden die Pole-Zeiten schon angegriffen. Wen haben wir denn dahinter? Wäre gut. Oh, wir haben Mercedes da auf der Geraden an der Bande stehen. So, der Kanischane 1,32,5. Dann gehen wir mal rein. Chicuro. Und Joachim schlägt Sir Benny um 14. Olli Semi als 32,600, nur 5000 Liter hinterm Alpin. Also Chicuro und dahinter kommt direkt Krupp Stalingrad, unser WM-Führender.
Und er gibt natürlich jetzt auch hier Chikuro schon mal ein bisschen Windschatten noch mit. Chikuro, ja, mit Platz 1 momentan. Und Krupp schafft er die 1,36. Nein, 1,36. 3,8 hat er ebenso. Dann ist jetzt die Macht auf Start und Ziel mit Platz 4, 1,32, 4,48. Dann auf eine schnelle Runde auf Softs ist DJK TV mit Platz 3, 1,32, 2,97. Sehr gut nach vorne. Dann einer, der es auf Medium-Reifen probiert. 53,5 jetzt nur in diesem Sektor 2. Nubica auf Rang 9, 1,34,0. So, und Giovanni Maro, da hat der Alfa Romeo super fair Platz gemacht. Ah, da kommt er sehr weit raus, aber das passt noch. Ja, das ist 34,9. Natürlich auf diesen Mediums einfach mal ein paar Streckenkilometer zusammenzähle. Dann ist Flo noch auf der Outlap. Der beginnt gleich. Aber setzen da noch Chikuro oder so noch Zeiten hinterher. Das sieht mir nicht danach aus. Nach. Okay. Dann springen wir zum Flo im McLaren hier. Und schauen, in welche Regionen er hineinfahren kann. No, der ist sehr langsam unterwegs, der Flo. Weiß nicht, was er da macht, aber das sieht ungesund aus. Okay. Hat noch ein Alpha vorbeigelassen da. Ist er noch schneller unterwegs? Nein. Es ist gerade keiner mehr schnell unterwegs. Alle haben den ersten Schuss gesetzt und wir haben. Ja, also DJK TV wirklich eine Überraschung, dass der da vorne drin ist. Und German Mado, der Wingman von Robin, der heute nicht mit dabei ist. Das heißt, German Mado ist sogar allein auf sich gestellt. Heute muss er die Kohlen richtig nochmal aus dem Feuer holen. Mal sehen, was er machen kann. Yakuza ist auf der fliegenden Runde. Teamkollege ist momentan auf Platz 3. 6 Zehntel hinter Krupp und Chikuro. 24,611. Der Alpin macht Platz. Sektor 2, das muss auch eine 52er Zeit eigentlich sein. Oh, 52,658. Ist ja nicht ganz so auf der Augenhöhe. Ich denke mal, aber es kann reichen für Platz 8 momentan. Hi Sonny! Und jetzt DJK hier die Daumen drücken, hä? Oder besser gesagt, Haas die Daumen drücken. Da geht heute was. So, wo setzt Yakuza seinen Haas hin? Rang 8, 1,33, 5,53. Das hat gepasst. So, jetzt springen wir mal zum Flo. Ist er jetzt unterwegs auf einer schnellen Runde? 53,8, da ist. Ja, ein bisschen weit von der Musik noch.
Aber vielleicht geht's in die Region von N4 oder Sir Benny. Und 1,35239. 13 Liter German Mato, aber da muss noch mehr kommen. Aber vielleicht groovt er sich auch einfach erstmal ein. So, Beeremann beginnt jetzt die schnelle Runde. Oh, jetzt müssen wir trotzdem mal gehen. Shikuro ist schneller. Guckt noch nicht. Also, Shikuro im ersten Sektor war schneller. Was macht unser WM-Führender? Ist, im 7000 ist er schneller. Also das hier scheint Shikuro in China besser hinzukriegen momentan. Der Shikuro in Sektor 2 ebenfalls top unterwegs. Man macht jetzt Krupp. Ja, da sieht man die Zeit schon wieder nicht. Aber auch Pink. Für sich unterlegt zumindest. Kanisha hat sie auf die 3 geschoben. Das ist ein paar Pausen vom D-Jack jetzt. So, jetzt letzte Kurve erwischen hier. Ohne Track Limits. Shikuro verbessert sich um ein Zehntel. Und Krupp ist nochmal schneller. Um 2 Zehntel jetzt gewesen. Dann muss er hier so umsetzen. Durch die letzte Kurve auch. Und die macht 1,31,588. Ja, ist super eng. Und Krupp ist vorne. Oh, Wahnsinn. 1,31,261. Fantastische Runde. So, wen haben wir jetzt auf dem Programm? Bastel, okay. Aber Beeremann ist auch in der letzten Kurve. 51,922 gefahren in Sektor 2. Und der greift da vorne an. Na, tatsächlich. Oh, gleiche Zeit wie Kanisha. 1,32,254. Ja, krasse Zeiten momentan. Jetzt ist Olli wieder unterwegs. Also einen Schuss gleich wird es nochmal geben. Von den Top-Leuten. Drei vorne richtig eng. Krupp, Shikuro und die Macht. Kanisha und Beeremann gleich auf. Olli ist 4000stel nur schneller im ersten Sektor. Ich schalte aber nochmal kurz zu Beeremann. Na, der legt keine schnelle Runde mehr hin. Bleiben wir mal bei McLaren drauf. Ah, das war jetzt ein krasser Fehler. Also da wird jetzt nichts mehr kommen hinsichtlich einer Verbesserung. Oben sind sie jetzt alle in der Box. Roland hat sie auf die 12 vorgeschoben. Du hast eine gute Ausgangsposition. Was macht Sir Benny? Ist auch wieder schon auf der langsamen Runde unterwegs. So, N4 zieht es durch, aber ist 1,2 Sekunden langsamer. Gut. Also, nächster Haas-Pilot, D-Jack. Oh, da zählt die Runde schon nicht. Die ist rot unterlegt. Das heißt, jetzt muss er sich was einfallen lassen, damit er gleich gut in die Wertung kommt. Ja, wen haben wir jetzt? Bastel nochmal auf eine Outlap. Und Joachim und Kojo Kari auch auf eine Outlap. Okay. So, also. Kojo Kari muss auch noch ein bisschen hochspringen. Joachim, Teamkollege, ist drin und vielleicht Region von Lubica. So, Sektor 1. Ist eine Verbesserung drin? Jo, 2 Zehntel. Damit hätte er jetzt schon German Mato eingeholt. Also Kojo Kari in letzter Zeit auch wirklich on top.
jetzt 5,5 Zehntel. Ja, damit sind sogar die Regionen von Chakusa momentan gefährdet. Und der Bastel ist auch jetzt auf der fliegenden Runde. Genau wie Kanisha wieder. Aber Kojo, der kann hier angreifen, in die Top 10 reinfahren. Yoga Neu, ein 32,9. Okay, Bastel, 2,5 Zehntel schneller in Sektor 2 nochmal. Damit, ja, er greift Rang 4 an. Also die zweite Startreihe für den Williams. So, jetzt aber Bastel. Jo, Rang 4, 31,902. Da hält er vorne mit rein. So, der Kanischer ist wieder nochmal schneller. Auch 1,5 Zehntel jetzt in Sektor 1 draufgepackt. Jetzt geht es nämlich wirklich um die Pole. Und auch die Macht Chikuro fährt raus. Und auch Krupp jetzt. Natürlich Bärenmann auch. Also jetzt alle draußen, außer Sir Benny. Der bleibt in der Box mit P14. So, Kanisha springt auf Rang 4 als 31,8. Bastel, keine Verbesserung mehr. Ja, bei wem sieht's gut aus? Schafft Chakusa den Sprung noch unter die Top 10? Die anderen sind noch auf der Outlap, müssen sich aber sputen, ne? Chakusa ist auf jeden Fall auf Verbesserung unterwegs. So, jetzt reinreichen und dann schalten wir gleich rüber zu dem Duell um die Pole. So, Chakusa. Rang 10! Und jetzt wird es halt spannend aussehen, nämlich Kanisha ist nochmal schneller um 14.000stel. 14.000 sagt jetzt nicht viel aus. Okay, gehen wir vielleicht mal rüber zu Chikuro. Und hinter ihm ist noch ein Williams unterwegs. Da ist nämlich Bärenmann dann. DJ hat das Auto verloren und ist rausgeflogen. Also Rang 7 für den Haas-Piloten momentan. Der Angriff auf Krupp. Und dahinter Bärenmann auch. Es reicht doch nicht. Bärenmann ebenfalls nicht. Und die, oh, die Macht und der McLaren. Oh, die stellen sich im Weg. Da fürchte ich, wird es hinter eine Untersuchung nochmal geben. Was das war. Die Macht hat durchaus sehr gute Chancen gehabt, noch weiter vorne zu stehen, glaube ich. Und dann der Unfall jetzt. Oh, schade, ärgerlich.
Ja, also das verspricht wirklich sehr viel Spannung fürs Rennen. Und wie gesagt, wenn da die Macht aufgehalten worden ist, die Videos können natürlich hinterher eingesendet werden. Ist wegen der Qualifikation, da darf man natürlich nicht im Weg stehen. Aber natürlich, die McLaren waren auch auf der schnellen Runde. Da muss es eventuell der Hintermann gut managen. Also, Krupp wird auf der Pole stehen vor Chicuro. Dann die Alpines, die Macht und der Kanischer und dann Bastian Wehrmann. So, Startzeitpunkt habe ich reingepackt. Das wird, hoppla, nicht 21 Uhr, sondern 20:12 Uhr. So, natürlich nicht eine Stunde später, sondern 20:12 Uhr wird es losgehen dann mit dem großen Preis von China. Und die Aufstellung, die verrät wirklich sau viel Spannung. Also da geht wirklich was. Und die macht, glaube ich, dass er diesmal mit den Red Bulls mitgehen kann. Also denkt dran, keiner drückt. Start ist um 20:12 Uhr. Also, bis dann noch eine kleine Erholungspause. Geht auf die Toilette oder macht sonst was. Fingerübungen und Regen haben wir tatsächlich jetzt am Start. Was mir immer noch sehr, sehr leid tut. Also, bis gleich, Leute.
dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanzeros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Ja, so, also, da sind wir. Also, wie gesagt, es ist wirklich tatsächlich Regen und wie gesagt, ich kann mich nur tausendmal jetzt dafür entschuldigen oder mehrfach sogar. Leider, aber wie gesagt, es ist nicht als Rennstart anzusehen gewesen, dass ich aus Versehen die Lobby gestartet habe und nicht im Zuschauermenü war. Ich habe nämlich von gar nichts mitbekommen und es ist keiner irgendwas gefahren. Deswegen wird auch keiner benachteiligt, sondern es sind immer noch die gleichen Voraussetzungen für alle Fahrer. Und wie gesagt, versucht gut durchzukommen, es sind Inters, irgendwann wird es auf Softreifen, denke ich mal, umspringen, was auch nicht so, ja, das so heißt, dass man so lange auf Inters unbedingt durchhalten muss. Gehen wir dann einfach mal durch, die Startaufstellung. Krupp Stalingrad steht auf P1 im Red Bull, WM-Führender vor Shikuro, The Flying Wingman auf P2, dann die Macht auf Platz 3 und besser gesagt bei den Alpins auf der 3 und 4. Die Macht vor dem Kanischer. Fünfter dann Bastl im Williams. Sechster ist Oli Semi im McLaren vorgefahren. Auch eine super Leistung wieder hier und mit besserer Latenz jetzt unterwegs. Behrmann auf Rang 7 im Williams. Ja, ein bisschen unter ferner Liefen, aber es war eng, ne? Dann DJack TV, starkes Q1, oder besser gesagt, erster Durchlauf vom Qualifikationstraining gefahren. German Mado auf der 9, er muss heute für erst Martin Isan aus dem Feuer holen. Kojo Kari, Rang 10 im Mercedes. Chakusa auf der 11, die Lauerstellung. Der beste und einzigste Ferrari heute, Lubica auf der 12. Joachim auf der 13 im Mercedes. Flo auf der 14, unser Testfahrer wieder. Dann die letzten beiden Plätze, Sir Benny auf dem 15 und M4 auf dem 16. Es ist immer so unterschiedlich, mal der eine vorne, mal der andere vorne. Beide haben so 2 Punkte in der WM geholt. Team ist zwar hinten, aber die kämpfen auch gegen sich selbst. So, also, dann wird aufgereiht. Ich hoffe, die Piste habt ihr jetzt im Griff. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr gut durchkommt. So, 2 wurden disqualifiziert noch. Flo und Sir Benny, da gab es wohl einen kleinen Crash beim Reifenaufwärmen noch. So. Red Bulls stehen schon vorne, dann die Alpines, dann Williams, McLaren, Williams und ein Haas. Also 28 Rennrunden stehen jetzt an hier. Großer Preis von China, der JVK Racing League im 8. Saisonrennen. Yeah.
So, den Lichter sind an und let's go! Und sie kommen, glaube ich, alle gut weg. Sogar die Macht, glaube ich, besser. Jo, die Macht ist vorbei an Shikuro. Und außen probiert der Kanisha. Und innen ist halt Shikuro, der versucht dann natürlich noch gegenzuhalten. Ja, das wird schwierig. Aber ja, Kanisha hat die bessere. Oh, das wird sehr eng dort. Das wird sehr eng. Aber der Kanisha ist vorbei oder daneben immer noch so ein bisschen. Gut, Shikuro steckt erstmal zurück. Und da hinten. Oh! Da hat sich Bastl aber richtig verschätzt. Bastl in die Seite rein vom Shikuro. Aber alles soweit glatt gelaufen. Und jetzt muss man sagen, vorne zwar Krupp gerade weg. Und dann liegen doch Chancen für den Sieg hinter vielleicht bei Alpine. Denn die auf 2 und 3 sehr gut dabei. Und Bastler mit Beremann oder sind sie am Tauschen dahinter. Mit dem Platz und der Haas ist vorbei. D-Jack auf Platz 6 durch beide Williams durch. Aber jetzt kommt das schon der Beremann wieder über außen. Damit D-Jack auf der 7. Und hinten schon der Angriff. Kanisha gegen Shikuro. Und Olli Semi versucht da. Oh, der kleines Anstupsen von Shikuro war das. Kleines Antätscheln. Aber vorne Red Bull gegen Alpine. Hinten Alpine gegen Red Bull. Bastl ist jetzt immer noch hinter D-Jack unterwegs. Aber hier die Dreiergruppe, die wird jetzt von Beginn an und schon ein bisschen begleiten. Kanisha hält ist so ein bisschen auf. Ist auch Controllerfahrer, fährt komplett ohne Hilfen. Und jetzt das erste Rennen hier im Regen. Und dafür hat es momentan sehr gut gemacht. Jakusa durch die Anfangsprobleme mittlerweile leider sehr weit zurückgefallen auf Platz 16. So, jetzt mal ein bisschen nach hinten gehen, denn Flo dagegen Lubica und da ist Flo vorbeigekommen und ist angekommen in den ersten 10. Und Lubica verschätzt sich sehr weit, muss sehr weit gehen und Sir Benny könnte vielleicht Lunte riechen und vielleicht vorbeigehen. Also ob es das ganze Rennen regnen wird, das weiß ich natürlich nicht. Auch wieder eine kleine Kollision. Und jetzt geht's in die Box. So, Krupp, der bekommt ordentlich Druck von der Macht. Und der Kanisha ist halt der Puffer, der quasi jetzt die Macht da den Rücken frei hält, dass er da vorne mal den Krupp angreifen kann.
Ich muss mal kurz was nachschauen, wenn das geht. Na. Er fährt ja, nicht disqualifiziert. So, vorne natürlich. Die engen Duelle. Krupp gegen die Macht. Kanisha gegen Shikuro. Und die Jack ist an Olli Senni vorbei. Die Macht mit neuer Bestzeit. Und jetzt auch der Platztausch. Bastler hat auch Olli überholt. Ja, Shikuro versucht es gegen den Kanisha. Das ist aber gar nicht so einfach, denn Alpine hat einen super Start mit beiden. Ja, und Behrmann versucht natürlich jetzt irgendwie die Lücke zu schließen, ist aber 3,4 Sekunden noch zurück. Aber braucht natürlich da hinten nichts Großes mehr fürchten. Und hinten haben wir einen Alpha, der raus ist. Nämlich, das ist N4 und wir haben Safety Car. Okay, jetzt macht es natürlich das Ganze interessant. Also, N4 ist raus. Hat sich nach der, ja, Spitzkehre, würde ich mal sagen, weil eine Haarnadel ist ja das andere. Ja, obwohl, ist doch eine Haarnadel irgendwie. Hat er sich rausgedreht. Und der Safety Car fängt jetzt alle ein. Aber ich glaube natürlich sowieso noch nicht, dass es Zeit für einen Reifenwechsel ist. Das würde, glaube ich, noch keinem irgendwie was bringen. Vorteil ist natürlich, Behrmann kann wieder aufschließen zu Shikuro und dann da auch ein bisschen Dampf machen. Und Chakusa 5 Sekunden Strafe wegen Begrenzung überschreiten. Das muss eine ziemliche Überschreitung der Grenze gewesen sein. So, und Sir Benny hat auch eine 5 Sekunden glatte 5 Sekunden Strafe. So, da haben sie das Safety Car mit Mailänder eingefangen. Ja, momentan läuft es in Richtung Haas für die Konstrukteursweltmeisterschaft, muss ich sagen. Und McLaren kann auch wieder 3 Punkte dazu gewinnen. Die haben momentan nur 12 und machen sich damit wieder an Mercedes ran. Allerdings hat Kojo Kari mit Platz 8 wieder mehr Punkte eingesammelt. Und Mercedes, die kämpfen ja noch gegen Alpha Tauri und gegen Aston Martin. Und wir haben heute tatsächlich keinen Alpha Tauri am Start. So, jetzt warten wir hinten noch auf Sir Benny, bis er wieder dran ist. Kann auch nicht mehr lange dauern, bis er hinten dran klebt. Am Ende dieser Runde wird es soweit sein.
Danke für dein Follower, Shanzu. Also Club die Macht, Kanisha, Shikuro, Bärenmann, D-Jack, Kojo Kari, Flo, 8. 9. Olli, 10. Lubitzer, Bastlatte nämlich jetzt den Stock eingelegt und fällt damit zurück auf P15 erstmal. Und da muss er sich natürlich jetzt richtig durchs Feld arbeiten. Dann macht's nicht einfacher gleich bei den Bedingungen. So, jetzt wird der Safety Car reinkommen. Krupp macht bereits das Tempo. Ich gehe noch mal einige Nachrichten durch, die irgendwo reingeflattert sind. Oh, DJ hat auch eine Zeitstrafe. Auch 5 Sekunden kassiert. Oh. Das natürlich bitter für Haas dann. So, jetzt wann macht Krupp die Beschleunigung? Jetzt. Jetzt haut er rein. Und D-Jack ist raus! D-Jack ist raus! Und das in der Haarnadel während der Safety-Car-Phase nochmal. Boah, ist das brutal ärgerlich. Jetzt Lubitzer auf der 9 im Ferrari wieder. Mehr in den Punkten und McLaren und Mercedes. Die machen hier, denke ich mal, einige Punkte, wenn das so weitergeht. Die Macht klebt. Sie klebt am Stalingrad dran. Zehntel und der ist dran da im Alpin. Und Chakusa muss jetzt richtig was rausholen. Oh, Flo hat Kojo überholt. Also Flo hier, the best of the rest gerade, der Mann, der neu reingekommen ist, weit hinten qualifiziert gewesen und ist jetzt Sechster. Grupp vorne die Macht. Und also vorne, wie gesagt, das übliche Duell oder die üblichen Duelle davon momentan. Ja, also die kleben alle aneinander. Man sieht zwar so eine kleine Lücke wieder zwischen den beiden Alpins, aber die Macht kämpft natürlich um den Vizetitel hier. Und da ist der Kanisha auch richtig aufgehoben, wenn er hier Dritter wird. Nur wie gesagt, es müssen alle fehlerfrei fahren. Die Macht hat es letztens gut hinbekommen und Kanisha hat auch nicht mehr so viele Fehler gemacht. Olli Felde weiter zurück hinter Lubitzer und German Maro. Jetzt verliert Bärenmann so ein bisschen den Anschluss an die ersten vier.
Also die scheinen heute stärker zu sein als Williams im Paket. Bast, Leute, wirklich mit sehr viel Pech gebeutelt schon. Wie soll er da vorkommen? Musste in die Box und Pferde hinten dran. So, Roland möchte für Aston Martin Punkte holen und kämpft gegen Oli Sammy. Und der verliert sogar hinten Platz an Joachim. So, wie schaut's aus? Sicht Kanischer, vorne die 2, hinten Shikubo. Und Flo ist dann 8 Sekunden hinten dran bereits mit Kojukari Lubica. Also was für ein Rennen. Und da ist dann natürlich die Frage, wer undercuttet irgendwann wen. Und die haben natürlich einen Wetterbericht, der natürlich relativ genau ist. Und der sagt, wann wie was gemacht wird, ne? Und es wird vermutlich einer geopfert werden und einer kann gut durchfahren. Und gelb haben wir hinten, weil sich Sir Benny quergestellt hat. Und Safety Car ist, wieso ist Safety Car draußen? Er fährt doch. Sir Benny fährt doch, zwar hat er gerade Probleme mit dem Flügel ab, aber warum da das Safety Car rauskommt, weiß ich nicht. Achtung, lass das Auto heile. Also wie gesagt, warum da das Safety Car rauskommt, weiß ich nicht. Es ist gerade super spannend geworden. Aber wie gesagt, wer macht was wann? Moin, Danne. Da hinten gab es einen Überholvorgang. Kocho mit Lubica, oder? Genau. Also Flo starker Sechster hier. Also ich vermute, dass das Safety Car auch wieder 2 Runden draußen bleiben wird. Ne, ist das zweite Safety Car. Direkt nach, also wie gesagt, G-Jack hat 1 verursacht. Ne, N4 hatte 1 verursacht, pardon. Und jetzt Sir Benny, obwohl er fährt. So, und jetzt geht's los mit den Stops. Krupp in der Box. Shikuro fährt weiter. Die Macht drin, kann ich auch drin. Das muss nur schnell gehen. Das muss es sehr schnell gehen. Was macht Flo? Die fahren weiter da vorne. Okay. Die fahren weiter. Vielleicht der Vorteil für Shikuro. Aber na, eigentlich nicht. Also Shikuro wird geopfert für die gute Platzierung von Krupp Stalingrad. Ja, also Shikuro wird geopfert für die gute Platzierung dann von Krupp Stalingrad, der auf 6 rausgekommen ist. Und die anderen natürlich da vorne auf Inter sind gut durchgekommen. Aber was jetzt natürlich so ein bisschen so Nachgeschmack ist, nämlich wenn wir mal hier gucken zu Platz 10. Die Macht hat wirklich jetzt noch Olli, Chakusa und Joachim dazwischen. Die müssen sich quasi irgendwie aus dem Staub machen. Und Chakusa muss es im Vergleich sehen zum Lubica, dass da irgendwie noch vorbeikommt. Aber für Ferrari läuft es momentan ganz gut.
Ja, jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt die nächste Welle der Boxenstops gibt. Muss eigentlich. Dann wird zwar ein bisschen durchgemischt, aber die da vorne haben wahrscheinlich keine Chance. Sonst. Na, okay. Auftrag Red Bull heißt Shikuro weit da vorne. So, Chakusa ist derjenige, der jetzt in die Box geht mit Olli. Ja, also, der Safety Car bleibt diese Runde noch drinne. Da haben wir noch keine Renn-Action. Also, bis gleich. Shikuro hat man gerade gesehen, ist ein bisschen aufs Gras gefahren. Und das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Sehr spät, das okay. Das heißt, aufpassen, Leute. Nicht auffahren. Also es wird ein Vorteil von Shikuro sein, weil er hat noch Flo, Kojo, Karin, Lubica, German, Mado da vorne drin. Zwischen sich und Krupp. Also mal sehen, was da jetzt geht für Shikuro. Die einzige Option ist da natürlich vorne zu bleiben. So, und hinten gab es eine Kollision. Lubica, German, Mado und Krupp Stalingrad mit Strafen. Das wird natürlich untersucht werden. Und Kanuscha ist raus. Och, nee, jetzt. Beim Restart raus. Und Kojo Kari gegen Lubica. Vorbei an Roland und die Macht auch. Für die Macht zählt nur der Vergleich gegen Krupp Stalingrad. So, die Macht klebt. Sie klebt wirklich jetzt am Hinterteil, am Honda vom Red Bull. Und natürlich die Zeitstrafen, wie gesagt, die werden am Ende natürlich noch abgezogen. So, kommt jetzt der Angriff. Und wir haben es natürlich gesehen, weil Krupp hat tatsächlich den rechten Teil des Flügels verloren und versucht da auch gegenzuhalten. Und Bastl und Olli hängen auch mit dran. Und Krupp fährt weiter. Heißt, er will sich da verteidigen. Oder? Na, komm nicht. Das Auto ist doch ganz.
bin ich mal gespannt, wie weit er sich da wehren kann. Oh, jetzt auch die Macht da dran und Bastl probiert's innen. Das wird nicht gehen. Und außen vielleicht Olli vorbei. Ja, das jetzt ein Duell dahinter. Kurzzeitig gelb gewesen in Sektor 1 in der Schneckenkurve. So, die einzigste Möglichkeit für Shikuro ist, er fährt da vorne seine Runden weg. Und Krupp versucht irgendwie da vorbeizukommen auf den weiteren Plätzen. Jetzt ist die Macht vorbei, innen vorbei gegangen. Oh, sehr weit rausgekommen. Und verliert dadurch jetzt die drei Plätze fast, oder? Ja, auch Olli rutscht da vorbei. Und Olli muss natürlich dagegen. Oh, aufpassen. Da kannst du nicht reinziehen, Olli, genau. Da musst du die Platz lassen für die Macht. Vier gegeneinander. Wer wird wann wo den Fehler machen? Und man sieht's. Vorne Shikuro, der hat schon 4,3 Sekunden vor Flo Vorsprung. Lubica ist jetzt in der Box. Der verabschiedet sich schon einmal. Wieder ein kleines Anstupsen von Behlmann und von Bastl und da fliegt der Flügel. Wow. Und da kommt die Macht schon vorbei auf Platz 5 wieder. Und jetzt Olli geht auch innen vorbei am Bastl. Er hat Rang 6 in McLaren. Also wenn sich das irgendwie so ausgeht für McLaren, das wäre ja sensationell. So, Olli gegen die Macht. Das wird aber natürlich nicht einfach werden. Ja, Bastl verliert jetzt auch die anderen Plätze. Damit kommt Chakusa weiter in der Liste nach vorne. Die Macht lässt ist ein bisschen offen da innen. Aufpassen! Wow, 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 wow. Ob das nicht optimistisch war? Von Olli aufpassen, aufpassen, aufpassen. Puh. Natürlich, also das auch bitte einreichen. Olli, da kann man mal gucken, ob das geprüft werden muss. Ist auf jeden Fall immer zum Anschauen da. Und was macht Chakusa? Der ist aber mit Siebter. Wo ist denn der vorbeigekommen? Sensationelles Rennen. Flo vorne in die Box rein. Joachim biegt auch ab. Jetzt Chakusa gegen Behlmann. Und jetzt über außen. Klappt das für die Macht? Der ist vorbei. Der Alpin von der Macht ist vorbei hier an Krupp Stalingrad. Und wie gesagt, Shikuro muss nochmal reinkommen. Noch kein Stopp gemacht. Und jetzt natürlich kann vielleicht Krupp natürlich Druck ausüben auf die Macht. Vielleicht macht er ja nochmal einen Fehler. Nein, da gebe ich dir recht, Mika, das sieht man nicht so oft, dass die beiden Williams mit dem Schaden durch die oder über die Piste fahren. Aber da ist so viel Pech dabei gewesen, auch ein leichtes Rutschen immer. Aber wie gesagt, es ist jeder ja im gleichen Boot. Wir haben Sir Benny auf Platz 8 in den Punkten. Das wäre damit die beste Platzierung eines Alfa Romeos in der gesamten dritten Saison. Wo wird es denn spannend? Um Platz 13 und oder 12 und 13. German Muddle
gegen Bastl. Bastl muss jetzt den Turbo zünden. Hier muss er schnell vorbei. Aber da kann sich Roland natürlich auch gut verteidigen. Und Giacusa ist unten und finish! Ich glaub's ja nicht! Beide Haas-Piloten sind raus! So, Krupp natürlich wieder in der Box. Der musste was machen jetzt. Und Safety Car. Und das ist natürlich der Vorteil, er wird ziemlich nah rankommen. An ein paar. So. Vorne weiterhin Chikuro. Und der kann es noch nutzen, in die Box zu kommen, ne? Wenn der stoppt, fährt der um den Sieg mit. Kojo Kari muss auch noch rein. Dann würde die Macht die Führung übernehmen. Also je nachdem, wie viel er jetzt durch den Stopp verliert, ne? Krupp ist auf der 7. Er wird wahrscheinlich nicht so viele Probleme haben mit Joachim, Flo und Olli. Chikuro in der Box und jetzt das Duell. Kojo Kari muss eigentlich jetzt auch die Chance nutzen. Ja, er fährt in die Box. Und die Macht hat nur ein Ziel. Nämlich jetzt. Nein! Er fährt auch nochmal in die Box. Okay, natürlich. Er kann es ja auch. Krupp ist weiter zurück schon. Durchfahrtsstrafe ist Sir Benny jetzt. Wahnsinn, okay, also neue Intas. Allerdings zwischen Chikuro sind dann noch ein paar Fahrer, nämlich Olli Semi und Kojo Kari. Also das wird hier ein Wahnsinnsrennen und vor allem McLaren und Mercedes, die machen so viele Punkte jetzt in diesem Rennen, wenn das so weitergeht, wie in allen anderen zusammen. Mercedes hat gerade mal 23 Punkte und McLaren nur 12. Okay, Safety Car hat gleich schon alle wieder ein. Ja, ich vermute, dass der Safety Car schon in dieser Runde. Ne, es wird noch mal eine weitere draußen bleiben. Und jetzt muss eigentlich keiner mehr in die Box. Also, es muss keiner mehr in die Box. Das Rennen können sie jetzt alle zu Ende fahren. Und wie gesagt, diese Runde noch Safety Car.
Und Shakusa, Kanisha, D-Jack und N4 sind raus. Ja, jetzt wecken wir nochmal einmal durch. Also vorne, Shikuro. Klasse Taktik gewählt. Dann Olli Semi auf Platz 2. Im McLaren, stark unterwegs. Kaum passt die Latenz, ist er irgendwo mit da vorne. Trost des Dreas vorhin. Kojokari Rang 3. Neue Reifen drauf. Der kann vielleicht nach vorne was machen, aber muss sich wahrscheinlich eher nach hinten orientieren. Flo auch stark auf Rang 4. Er, der Underdog, jetzt so weit vorne. Die macht Rang 5, Joachim 6. Siebter ist dann Krupp, da muss ich jetzt erstmal zurück überholen dort. Lubitzer auf der 8, Behrmann ist 9. 10. Sir Benny, 11. German Mado und 12. Bastu. So, oh, jetzt sehen wir die Kamera hier nicht mehr. Wir haben alles verschwommen. Wir haben den Nebel von China da. Wie machen es jetzt die Fahrer, die dahinter sind? Olli ist nicht so oft in dieser Position gewesen, um da vorne anzugreifen. Semi wahrscheinlich schon, der hängt direkt im Nacken von Shikuro. Also das hat der klasse und clever gemacht. Und Krupp hat jetzt schon Joachim überholt am Ende der Geraden. Behrmann hat Lubica überholt. Ja, also, Olli wird jetzt nicht so einfach sein, glaube ich, abzuschütteln. Jetzt gehen wir aber erstmal hier auf Platz 5, denn die Macht möchte vorbei an Flo, aber nicht mit aller Macht. Natürlich, der Wind ist ein bisschen aufgehalten, halt. Das heißt, er kann momentan keinen Druck auf Shikuro ausüben. Bastl ist an German Mado vorbei und der nächste, den Bastl nicht schnappen kann, ist Lubica. Aber die Macht gegen Flo jetzt. Da geht es um Rang 4. Deswegen bleiben wir drauf. Ja, der Angriff ist natürlich, also der muss gut gewählt werden. Da muss er auf den Fehler vom Flo hoffen, dass da was geht. Jetzt muss es funktionieren. So. Die Macht fährt außenrum vorbei. Achtung, gegen reinziehen. Nicht verschätzen. Nicht verschätzen. Das ist hartes Racing und absolut fair noch. Nicht verkeilen. Ja, das ist, wie gesagt, nicht so ohne. Und da haben sie es, wissen sie noch. Beide nebeneinander weiterhin.
So, wow, 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 wow. Es ist, hat jetzt nichts geschadet und scheiß Krupp schon innen. Also der McLaren verteidigt sich und das tut auch natürlich Olli Semmi da vorne gut. Der aufs Podest fahren kann, genau wie Kojo Kari. Da macht der Flo schon gut, muss ich das sagen. Aber nicht übertreiben, weil dahinter sind die zwei WM-Favoriten durchaus. Vor allem auch der WM-Führende. Und da geht die Macht sehr weit. Und da ist Krupp direkt innen. Und geht vorbei. Krupp ist vorbei an der Macht. Die Macht ist sehr gut auf dem Gaspedal, dort schon und fährt auch über die Wiese. Aber jetzt hat sich das halt gewendet, ne? Hinter Flo ist sich nur die Position gewechselt. Nämlich Krupp auf der 5 und Flo auf der 4 und die Macht auf 6 jetzt. So, nächster Angriff von Krupp wahrscheinlich jetzt. Und glaub mir, die macht die vierte Chance nutzen wollen, wenn sie da ist. Weil das hat nämlich jetzt der Krupp Stalin gerade auch gemacht. Aber Flo fährt um sein Leben. Und zwar so für Olli da vorne. Und Kojo Kari hat auch Platz 3 inne noch. So, die Macht ist ziemlich weit rausgekommen wieder und jetzt muss eigentlich der Angriff kommen von Krupp. Achtung, nicht verkeilen, das ist der WM-Führende neben dir. Da wirst du jetzt innen nicht reinhalten können. Wow, doch. Das ist, wow, 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 wow. Ich hoffe, da hat sich Krupp jetzt nichts beschädigt. Also Flo fährt schon gut, dass er auch da innen reinhält. Nur Krupp hat damit geredet, dass er noch eher beschleunigen kann. Dem war aber nicht so. Nächster Angriff jetzt. Nicht weiter da innen reinziehen. Das passt sonst nicht. Das geht sie nie aus. So, jetzt aber. Jetzt müsste Krupp innen sein. Auch hier aufpassen, das ist sehr hart, Rad an Rad. Also, so lange wird das nicht gut gehen. Und jetzt ist Krupp Stalin gerade vorbei. Und der nächste, der halt wirklich vorbei muss, ist die Macht 1986. Und jetzt muss natürlich Kojo Kari sich da vorne irgendwie wehren noch. Kojo fährt ums Podest hier. Und Olli hat's fast safe. Kommt jetzt zwar nicht mehr mit Shikuro mit, aber der wird safe haben. Wenn er keinen Fehler macht. So, und jetzt die Macht muss jetzt vorbei. So, er probiert diesmal innen. Und da muss Flo nachgeben. Der wird nicht außen vorbeikommen, ohne reinzuziehen. Oh, die Macht driftet weg. Und damit bleibt Flo doch noch vorne. Gelb Sektor 2. So, jetzt ist der nächste Angriff da von außen. Achtung, nicht verbremsen.
Und das geht gut. Die Macht wird vorbeigehen. Und ist vorbei an Olli. Und jetzt heißt es ran wieder an Krupp. Und der nächste, der jetzt da hinten dran ist, das ist der Bärenmann. Der dritte schnelle Mann im Bunde. Ein Wahnsinnsrennen momentan, was wir hier haben. Bärenmann versucht natürlich jetzt Flo auch zu attackieren. Ja, da hat er zu viel Drift drin gehabt. Wird nicht angreifen können oder ja, er wird nicht reinhalten können. So, jumpen wir nach vorne. Nämlich die Macht hat jetzt 5/10 wieder aufgeholt auf Krupp. Und der Gegner heißt jetzt Kojo Kari. Die Macht 1:44.706. Klasse Zeit gefahren. Und Bärenmann hat sich jetzt den Flo geschnappt. Wie gesagt, trotzdem würde es sehr gute Punkte für McLaren heute geben. Und hier vorne, wie gesagt, Kojo Kari kämpft ums Podest und das kann er auch. Nach so einem super Rennen hier. Und jetzt haben wir die drei wieder zusammen. Diesmal nur mit einem anderen da vorne. Kojo Kari, Krupp Stalingrad und die Macht. Bärenmann hat jetzt 3,6 Sekunden verloren. Die muss er auch erstmal gut fahren. Und hoffen, dass Kojo Kari sehr viel Zeit, dass die anderen beiden durch Kojo Kari sehr viel Zeit verlieren. Aufpassen, jetzt ist der Seitenwechsel nicht mehr erlaubt. Genau, weil da der Angriff kommt von Krupp Stalingrad. Und aufpassen, das ist natürlich sehr weit innen. Und Krupp Stalingrad geht vorbei an Kojo Kari. Ja, Kojo Kari nimmt lieber einen kurzen Abzweig über die Barrikaden, bevor er da reinfährt. Und jetzt auch die Macht. Und das muss klappen außenrum. Und das klappt. Da greift Kojo Kari auch nicht ein. So fair ist er. Ja, und jetzt halt noch 4 Runden auf Uhr, aber 9 Sekunden auf Olli Semi-Rückstand. Die Macht kämpft aber trotzdem noch ums Podest mit Krupp Stalingrad hier. So, Bastl ist dran an Flo. So, also wird Bastl angreifen, um Platz 7 zu holen. Er hat ja auch noch eine Strafe von 3 Sekunden drauf. Er wäre sogar dann hinter Joachim. Also auch Mercedes macht heute ordentlich Punkte. So, aber nächste Start und Ziel gerade.
6 Zehntel ist der Unterschied von Platz 3 und 4. Zehntel, er ist sehr spitz reingefahren, also er versucht später zu bremsen und trotzdem früher raus zu beschleunigen. Und Olli Semi hat eine 3-Sekunden-Strafe. Oh, das hilft jetzt nicht unbedingt. Aber es sind noch 5,7 Sekunden Vorsprung vom McLaren auf den Red Bull von Krupp. So, da sieht man das. Also die Macht bremst später an. Muss einen kleinen weiteren Weg fahren. Aber für diese Rausbeschleunigung war das Anbremsen in der Kurve zuvor doch zu spät. Dadurch muss er halt einen weiteren Weg gehen. Bärenmann auch mit einer Zeitstrafe, 3 Sekunden, aber auch Flo und Bastl sind mit dabei. Da würde sich nicht viel ändern in dieser Reihenfolge. Außer vielleicht für Joaquin, der wäre vielleicht sogar Sechster. So, 2 Runden Racetime noch. German Mado kämpft unten noch um den einen Punkt auch gegen Lubica. 1,8 Sekunden der Rückstand oder 2 Sekunden. Der ist eigentlich gar nicht markant größer geworden immer. Ja, da sieht man, dass die Macht wirklich versucht, eine andere Linie zu fahren. Ja, also da bin ich wirklich bei dir. Das ist eine wirklich gute Strategie gewesen, aber natürlich, das zweite Safety Car hat sehr viel mit, das dritte war es ja dann, hat sehr viel mit reingespielt. Und die beiden da hinten, die kämpfen immer noch ums Podest. Aber die Macht hätte nicht, aus meiner Sicht, nicht unbedingt in die Box kommen müssen. Er hätte weiterfahren können. Aber jetzt ist er wieder komplett dran an Stalingrad. Und die sehen natürlich ganz weit entfernt den Olli. Aber wie gesagt, das sind zu viele Sekunden. Noch 4,4 Sekunden müssten die drei beiden gut fahren in dieser letzten Runde, um Olli noch Platz 2 streitig zu machen. Also jetzt in dieser Runde muss noch ein Angriff kommen, um aufs Podest zu fahren. Aber wenn er es nicht schafft, war ein starker Kampf hier. Und er ist nur vorbeigekommen, weil sich Flo und die Macht da ziemlich bekämpft hatten. Ja, und wir werden, glaube ich, nachher den 7. Platz an Joaquim abgeben. So, also hier wird's nochmal zu einem Duell auf der langen Geraden kommen. Und es ist die letzte Chance für den Alpin, das Ding hier aufs Podest zu stellen. Also der ist dran. Oh, jetzt war ein Drift dabei und das ist wieder zu viel. 7 Zehntel sind zu viel.
Aber hier erstmal Sieger, grandiose Strategie, Shikuro Tenno gewinnt den Grand Prix in China. Den dann doch, it's raining man time hier. China Grand Prix zu Ende, Shikuro gewinnt. Für Oli Sammy, der hat auch eine super Strategie gehabt, super durchgekommen. Platz 2. Krupp Stalingrad holt Platz 3. Nein, sogar Oli fällt noch zurück. Der hat noch eine Strafe kassiert. Boah, wie ist denn das? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Shikuro vor Krupp, die macht Oli. Kojo Kari Beremann. Dann Flo, na Joaquin ist 7. Flo 8. Bastel 9. Okay, 10. Platz, den rettet dann Luiz Adorno. Oh Mann, ist das ärgerlich. Was ist denn das gewesen? Olli, wenn du davon Videos hast und das sind nur 3 Sekunden, schick's ein, okay? Also das war jetzt ganz krass verwirrend. Olli, bist du laut der Tafel auf Platz 2? Das werden wir jetzt sehen, aber natürlich, also bei mir natürlich nicht. Also es steht da nur 3 Sekunden. Also Olli hat nur eine Zeitstrafe bekommen, war aber 6 Sekunden davor. Das heißt, ich glaube, also ich bin mir noch nicht 100% sicher, möchte mir auch nicht festlegen. Ja, ja, ich weiß. Du warst aber 5 Sekunden vor Krupp Stalingrad und die Macht. Also deswegen, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich gehe mal davon aus, 80% wird dafür sein, dass du Platz 2 bekommst. Weil das war für mich nicht erklärbar. Du hattest, wie gesagt, 6 Sekunden Vorsprung. Da habe ich immer drauf geguckt, dass du das irgendwie packst, weil ich da habe da wirklich Daumen gedrückt, dass es diesmal klappt. Kaum ist die Latenz besser und ja. Aber am besten schick das Video an meine Nummer und ich schick das dann zu den Stewards. Also die werden dann auch sagen, wahrscheinlich nimm es zurück oder so. Aber wie gesagt, das muss auch von denen aus kommen. Och Mann, ey Leute. Das Wahnsinnsrennen hier in China hat schon stark begonnen mit... Ja, gut. Also, jetzt wisst ihr es natürlich. Schön die Videos einsenden, die... Zeit zum Ablaufen wird gleich in die Gruppe stellen. Ich weiß nicht, ob das Stream jetzt später dann losgeht. Vermutlich schon. Um 15 Minuten. Aber wie gesagt, es war ein starkes Rennen hier von vielen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gebe ich ab zum anderen Streamer und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir haben noch die Niederlande und dann Saisonfinale Singapur auf dem Programm. Also macht's gut, Leute, und bis nächste Woche bei uns.